Guten Tag, Leute. Hier spricht wieder euer Peter Gaming. Boah, wir haben das erste Spiel gewonnen, Leute. Das war richtig schön, Leute. Und jetzt spielen wir gegen Kanada unser zweites Spiel. Mal gucken, wie das jetzt abgeht. Gegen Indien, okay, gegen Indien war ja auch nicht schwer, finde ich. Aber man muss auch gegen Indien gewinnen, Leute. Man muss auch gegen Indien gewinnen, aber jetzt spielen wir mal hier in Kanada. Oh, aber für Kanada ist aber heute schönes Wetter. Okay, hier in Kanada. So Leute, hier geht jetzt das zweite Testspiel unserer Mannschaft. Alter, die Walis hätten fast ein nächstes Tor gemacht, schon gleich wieder früh in der ersten Halbzeit. Das sieht gut aus. Mit Wales hier die meisten. Alter, das wäre ein Traum, Leute, wir machen. Oder gegen die Engländer oder gegen Deutschland spielen können dürfen. Dann könnte man mal rausfinden, wie gut die Wales wirklich sind. Ups. Kanada führt, Leute, oh Mann. Echten. Oh Mann, schade, schade, Leute. Echt schade, dass man hier jetzt. Oh Mann, hoffen wir mal. Dass es nur ein kleiner Ausrutscher von Wales war. Es wäre so mit einem schönen, mit zwei Siege in der Trainerkarriere, Bund-Nationaltrainerkarriere zu starten, Leute. Aber Kanada spielt echt mehr. Alle Kanadier spielen schon bedeutend stärker wie die Inder, finde ich, Leute. Das merkt man schon gleich, dass gegen die Inder schon leichter war für die Welliser. Aber wir holen unser erstes Kopfballtor mal. Schönes Kopfball vom ehemaligen Kapitän der Waliser. Weil ich wollte eigentlich der Gerd Bell. Er ist der Topspieler der Mannschaft. Und dann soll er auch der Kapitän werden, finde ich. So Leute, jetzt sind wir wieder pari pari und können jetzt wieder normal das Spiel abzeichnen. Und wieder ruhig. Uff. Mal ruhig Spiel, aber Kanada drückt jetzt mal wieder nach vorne. Sie wollen diesen Sieg. Aber Wales macht jetzt erstmal wieder so, wie ich jetzt mit Bein angefangen habe. Kurzpassspiel und Flanken ein bisschen. Und also ein bisschen flankemäßig. So spielen wir jetzt ruhig, nichts mehr so verkrampft wie in der letzten Saisonhälfte. Beide Spielsaison, die man hier gespielt hat. Nochmal zu verkrampft gespielt, Leute, fand ich. Jetzt wollen wir ein bisschen ruhig spielen, sozusagen. Und jetzt muss Wales wieder, will Wales nach vorne gehen. Und der Bale, aller Bale, oh, man merkt, Bale muss mehr kämpfen heute. Aber Kanada, aller hier in Kanada, aller. Wo es eigentlich schön ist, Leute, hier in Kanada. Boah. Gibt so schöne Städte.
Berge natürlich und natürlich Wintersport. Was eigentlich in Kanada Eishockey ist, die Nationalsportart hier. Nationalsport ist ja Eishockey, Leute. Oder Curling, Alter. Fußball nicht so ganz so. Hoffe ich, dass es mal irgendwann auch mal andere Sportarten. Aber wenn die Kanadier so weiter hier spielen, dann kann es bei mir alle Leute, dann kann es auch eine gute Mannschaft werden, Mann. Alter Tormann, was hast denn du dumm? Du hättest rangreifen sollen, oh Mann. Ah, die Abwehr ist noch nicht sicher genug. Man merkt, die Abwehr ist noch unsicher. Ne? Das heißt, ich muss die Abwehr mal noch ein bisschen überprüfen. Die Abwehr noch mal. Der Angriff ist schon so, wie ich haben will. So wie der Angriff passt. Nur das Mittelfeld passt auch schon, aber die Umschaltspiel von Abwehr Mittelfeld und Mittelfeld Abwehr zurück ist noch ein bisschen problematisch. Und die Stürmer müssen nicht immer nach vorne, nach hinten arbeiten. Ja, die müssen immer mitarbeiten, aber trotzdem müssen die Ballbesitz verbessern. Ah, Kanada spielt echt ein schönes Fußball. Die Waliser müssen richtig heute arbeiten, richtig arbeiten. Um hier nicht im Hintertreffen zu kommen. Alle mit den Toren, mit den Freistößen kriege ich irgendwie echt nicht gebacken, Leute. Die Freistöße kriege ich echt nicht. Man muss ja nicht. So. Alter, was die Kanadier aber zeigen, Leute. Ja, wann gibt's. Gibt eine gelbe wahrscheinlich. Ja, es gibt eine gelbe. Für unseren Williams Oman. So, jetzt gucken wir für Jay Willem. Was hatten wir da unten? Bin Bucky oder was da? Aha. Und somit führen wir, tun wir wieder Ausgleiche, so, wir gleichen wieder aus zum 2:2, kurz vor Spielpause, Leute, kurz vor Spielpause. Aber Gil Bell ist der Mann, der diese Mannschaft führt und auch die Tore vorbereitet oder schießt. Und er macht sein nächstes, zweite Tor, Leute, in der 41. Minute. Und hier geht's weiter wieder. Und wir haben echt Probleme mit den Torschüssen, Leute. Wir schießen so viele Torschüsse, aber wir vergeigen die Spiele. Ungebildet der Stürmer hier. Ob ich beide Stürmer behalte, ob ich dann nur noch einen Stürmer benutze, das bin ich mir noch nicht sicher. Dass man dann sozusagen im Mittelfeld lieber noch einen Spieler mehr haben, dafür im Stürmer der Belham. Da bin ich noch im Überlegen, Leute.
Weil das ist vielleicht besser im Mittelfeld und im Abwehrbereich und im Mittelfeld-Abwehrbereich noch einen Spieler mehr zu haben und dafür halt dann sichere Abwehr zu haben. Gut, Deutsche fliegen für 10-8-1 zu 1, okay. Oh man, mal gucken, welche Mannschaft hier in diesem zweiten Halbzeit das Bessere ändert. Die Kanate hier im eigenen Stadion, ist halt immer besser im eigenen Stadion zu spielen, Leute. Die Fans sind da. Alle, die Spieler, sie mögen sich, das ist immer ein Vorteil. Glück hat. So, Wales hat Glück, also sie machen gute. Wales spielt gut, aber sie kommen noch nicht durch so richtig. Ob ich ihn behalte, so. Und er macht sein nächstes Tor, Leute. Das. Oder, ja, ich, vielleicht behalte ich ihn doch so, wie er jetzt ist. Weil er kann sozusagen Außenseiter spielen, links oder rechts, und Game Bell ist dann sozusagen der Stürmer in der Mitte, Leute. So könnte man die neue, so könnte man es vielleicht spielen, Leute. Dass man ihn dann sozusagen als hängende Spitze hat und gebellt der ist. Aber jetzt, Leute. Jetzt sieht's so aus, Leute. Dass die Waliser das Spiel entscheiden und auch besser spielen in die letzte, 10 Minuten, Leute, spielt die Waliser bedeutend besser. Ja, man merkt richtig, was die Wales jetzt reinkriegen. Die Kanadier kriegen jetzt Probleme. So, wieder Kanada baut wieder auf, hat in den letzten 10 Minuten 2 Tore kassiert. Das sind halt heftig. Kommen die nochmal zurück, Leute, die aus. Alter, Kanada ist, hat in der ersten Halbzeit immerhin vorgeschlagen, aber jetzt sozusagen konnten die nicht zurück. Oh, jetzt, oh Mann. Und er kommt wieder. Ah, bisschen, es war zu klein, klein. Zu wenig Platz, um eine gute Torchance zu entwickeln, Leute. Und Eckball. Und 60 Minuten sind schon rumgespielt. Mann, was war denn das für ein Schuss? Aber jetzt wollen sie es ein bisschen zu genau machen, die Waliser, Leute. Die Kanadier wissen, dieses Spiel, Leute, hat gezeigt, Kanada ist eine gute Mannschaft. Aber Wales ist eine bedeutend, noch eine stärkere Mannschaft, Leute. Aber die zwei Tore haben gezeigt, Wales hat noch
Probleme in der Abwehr und in der Umschaltspiel von Abwehr in Angriff und Angriff zu Abwehr. Nein. Ah, zu steil an den Bale. Aber Bale ist da, wo er sein soll, im Sturm vorne. Er macht die Tore. Aber Kanada spielt trotz eines 2:4 mit. Das ist natürlich auch. Manche geben dann auf, Leute, und spielen dann Minimet oder so. Aber Kanada spielt einfach wieder weiter. Gewonnen. Kanada hat noch die Idee, irgendwie noch eine Chance, hier das Spiel noch umzubiegen. Die haben schon zweimal geführt, Leute. Und jetzt wollen sie die zwei Tore hier in den letzten 20 Minuten. Werden noch schwer, aber es ist noch machbar, hier noch zwei Tore zu schießen. Auch wenn Wales zurzeit überlegen ist. Nicht im Abwehr, noch nicht. Aber spielerisch, Leute. Aber spielerisch sind die Welser besser. Und Gerard Bale macht das nächste Tor. Und macht das nächste. Alter, der Bale ist jetzt heute richtig gut drauf. Und somit ist das Spiel zu 100% entschieden, Leute. Für die Waliser. Hier gegen Kanada. Aber ich finde es auch gut, meine neue Spieltaktik, wie ich jetzt spiele. Nicht mehr so auf Flanken, mehr auf Kurzpass und Steilpässe. So. Auf das ist jetzt vielleicht das neue Spielstil, Leute. Wie man das Spiel richtig schön hinkriegen. Mit Bayern spielen wir so schon optimal. Und so kriege ich vielleicht die Waliser auch so hin, Leute. Aber Kanada drückt weiter, will weiter nach, spielt trotz 5 Gegentore weiter nach vorne. Das ist charakterlich, Leute. Das ist Charakterstärke von den Kanadiern. Trotz der hohen Niederlage. Spielen sie weiter, das ist wirklich nicht schlecht. Muss man echt sagen, trotz dieser hohen Niederlage. So Leute, jetzt testen wir noch den Anna-Stürmer mal. Lass mal den anderen Stürmer jetzt einmal testen, bisschen, oder gucken, wie er so ist. Vielleicht, weil wir brauchen ja für die EM und für die Qualitätsspiele und für alle, brauchen wir starke Stürmer und Abwehrspieler. Ah! Kurze Ball gekriegt, aber leider hat er halt noch ein bisschen Anfangproblem, was ja normal ist am Anfang. Und hier ist der neue Stürmer. Ah ja, so macht man das. Alter, Gebell, Alter, was sieht der heute für ein Spiel heute gegen die Kanadier? Alter, neues Spiel, neues Glück, Leute, richtig schöne Spiele.
muss man echt sagen. Schönes Tor wieder. Unser nächstes Tor. Leute, jetzt wird aber Kanada ein bisschen geschöpft, Leute. Das ist ein bisschen unverdient für Kanada, dass jetzt 6:2 verlieren, Leute. Was hat Kanada in der ersten Halbzeit echt nicht verdient? Die Hände in der ersten Halbzeit richtig gut gespielt. Und, Alter, die machen ihr drittes Tor, Alter. Kanada macht ihr drittes Tor. Oh, ein leichtes Anschlusstreffer, sag ich mal, Leute. Da können die Kanadier sagen, wir haben drei Tore geschossen, aber leider 6 kassiert, Leute. 6 kassiert, das ist heftig. Eigentlich noch 45 Minuten gut gespielt, Leute. Eine Halbzeit gut gespielt. Und in der zweiten Halbzeit sind die Kräfte geschwächt worden. Wenn es nur eine Halbzeit wäre, wäre es halt ein schönes Unentschieden gewesen. Aber ein Spiel geht immer 90 Minuten. Und nach 90 Minuten gibt's halt einen Sieger oder keinen Sieger. Aber. Und somit hat Wales gewonnen, Leute. Das ist heftig. Das ist schon richtig heftig, was mit Wales passiert ist heute, Leute. Dass Wales so eine Niederlage kassiert. Alter, 5 Schüsse, 3 Tore, also das ist echt heftig, finde ich. Aber ist halt so passiert, Leute. Man kann halt nicht immer gut gewinnen, jedes Spiel gewinnen. Die Deutsche haben Unentschieden gemacht. Okay, ein Unentschieden, Deutschland, Irland, ist ein Unentschieden passiert. So, Leute, mit 2 Siegen, mit 2 Siegen. So, jetzt guckt man noch ein bisschen im Ding. Nix. Aber, Leute, ich denke. Somit sagt euer Peter Gaming wieder Tschüss, bis dann und Peachy, bis dann.